So, nach längerer Abwesenheit wieder zurück bei Let's Play Risen. Wir sind hier bei diesem Bauernhof und wir sollten die Novizen fragen, ob sie uns helfen können, zum Friedhof zu. Nicht zum Friedhof, zur Hafenstadt zu kommen. Oh, Wurst. Oh, und Rum. Novizen und Rum, das ist aber nicht gerade toll. Tristan, sprechen wir mal an. Willkommen, Fremder. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ich komme auch nicht von hier. Ich bin Schiffsbrüchiger. Ich hoffe, du weißt, dass es verboten ist, auf der Insel frei herumzulaufen, ja? Naja. Soll mir recht sein. Solange dich die Ordenskrieger hier nicht sehen. Ist mir auch scheißegal. Was ist das für ein Ort hier? Was ist das für ein Ort hier? Du bist hier auf einem Bauernhof, der der Inquisition untersteht. Wir bestellen das Land und sorgen uns um die Tiere hier. Unsere Arbeit sichert den Wohlstand und die Versorgung der Armee des Inquisitors Mendoza. Aha. Wer bist du? Wer bist du? Mein Name ist Tristan. Ich bin Novize der Magie. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich habe hier die Aufsicht. Diese ehrenvolle Aufgabe ist mir direkt vom Bund der Magier verliehen worden. Die Frage hätte ich mir sparen können. Das alles ist doch offensichtlich. Er ist Novize? Ist offensichtlich. Er ist Novize der Magie. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, es gibt sogar... Ach, was soll's. Was haben die Magier mit der Inquisition zu schaffen? Was haben die Magier mit der Inquisition zu schaffen? Das interessiert mich der jetzt echt. Der Bund der Magier hat hierzulande schon sehr lange seinen Sitz in der Festung am Fuß des großen Vulkans. Es war ein Ort des Studiums und des Glaubens, bevor die dunkle Welle das ganze Land erschütterte und die emporgestiegenen Tempelruinen das Land bedrohten. Es ist ein Segen, dass sich der Inquisitor der Probleme und Bedürfnisse der Menschen auf dieser Insel angenommen hat. Die Magier unterstützen ihn mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, damit das Böse so schnell wie möglich wieder gebannt werden kann. Aus diesem Grund ist die Vulkanfestung heute sowohl Ausbildungslager für Rekruten der Inquisition als auch hohe Residenz der Magier. Verstehe. Ja, verstehe. Unglaublich. Handelt ihr hier auf dem Hof auch? Handelt ihr hier auf dem Hof auch? Handeln? Mit wem denn? Außer den Banditen gibt es hier draußen niemanden. Was ist mit mir? Handelt ihr mit mir? Besonders viel habe ich dir nicht anzubieten, aber vielleicht ist ja was Nützliches für dich dabei. Schauen wir uns das doch mal an. Lass uns handeln. Ja, lass uns handeln. Mal sehen, was bietet denn an? Eine Sense mit Klingenschaden 5. Wir haben Klingenschaden 15, also brauchen wir es nicht. Heiltränke. Bis 75, dann haben wir noch 4 davon. Heilkräuter, Brot, Apfel, Fackeln und eine Pfanne. Dann können wir auch mal unser Inventar durchgehen, mal überflüssiges Zeug verkaufen. Jagdmesser, Knüppel, das behalte ich mal. Das ist meine einzige Zwanwaffe. Den Ring gebe ich auch weg. Nahrung verkaufe ich grundsätzlich nie. Magie habe ich nichts. Und hier habe ich ja ein paar Kleinigkeiten. Kaufe ich die mal. Die Muscheln hier verkaufe ich. Zähne verkaufe ich auch mal. Den Flügelstaub auch. Jetzt. Ja, haben wir 47 Gold zusammen, aber die Heiltränke kosten jeder 30. Nehmen wir mal. Bing. Jetzt habe ich rechts geklickt. Links wollte ich klicken. Machen wir. Warenkorbhandel. Und jetzt gibt er mir noch Gold automatisch. Das ist automatisch mit dem Gold. Cool. Wichtigste, was ich noch verkaufen könnte. Sieht nicht so noch aus. Na egal. Ich suche Arbeit. Ich suche Arbeit. Auf unserem Hof gibt es mehr als genug zu tun. Geh zu meinen Brüdern und lass dir eine Aufgabe geben. Wir haben nicht viel, dennoch werden wir dich gerecht entlohnen für deine Arbeit. Was würdest du tun, wenn du an meiner Stelle wärst? Was würdest du tun, wenn du an meiner Stelle wärst? Nun ja, du wirst dich einer Gemeinschaft anschließen müssen. Allein wirst du in der Wildnis nicht lange überleben. Vielleicht wärst du am besten beraten, dich von den Ordenskriegern zum Rekruten ausbilden zu lassen. Die Ausbildung am Kampfstab und die Lehre der Grundbegriffe der Magie würden dir sicher gut liegen. Vielleicht aber willst du dich dem Gesetz nicht beugen, dann wärst du bei den kämpferischen Banditen besser aufgehoben.
Es kann aber auch sein, dass du genauso wie wir Novizen in die Geheimnisse der hohen Magie eingeweiht werden willst. Diese Wahl musst du für dich allein treffen. In jedem Falle aber wirst du in der Hafenstadt für jede dieser Gemeinschaften einen geeigneten Vertreter finden, der dir weiterhelfen kann. Also wenn ich du wäre, würde ich dorthin gehen. Ja, also die Inquisition, die Magier und die Banditen sind die drei Gilden in Risen, die entsprechend quasi den, wie in Gothic 1 dem, naja, eigentlich nicht genau wie in Gothic 1 den Lagern, sondern eher wie in Gothic 2 den Paladinen, den Magiern des Feuers und den Söldnern. Wer die Teile, paar Kleinigkeiten von meinem Gothic 2 Let's Play gesehen hat, wird wissen, was ich meine. Ja, ich habe mich noch nicht ganz entschieden, welcher Gilde ich mich anschließe. Also entweder den Magiern oder den Banditen, die sich irgendwo da hinten befinden. Die leben irgendwo da hinten im... wo auch immer. Ordenskrieger will ich nicht werden, weil Ordenskrieger ist keine besonders ertragreiche Gilde, da der Ordenskrieger dem Magier sehr ähnlich ist und höchstens eine bessere Rüstung und dafür kein Runenverständnis hat. Wobei ich aber echt eine bessere Rüstung brauche ich da nicht und Runenverständnis ist mir eh lieber wie eine bessere Rüstung. Deswegen wäre ich entweder Magier oder Bandit. Und beim Magier gibt es wieder drei Konzentrationen auf Feuer, Eis und Blitzzauber. Wer sich damit auskennt, ihr könnt ja sagen, was ihr wollt, welche Gilde ich mich anschließe. Es hat noch eine Weile Zeit, bis ich nämlich in der Hafenstadt fertig bin und das wird noch lange, lange dauern. Kannst du mich zur Hafenstadt bringen? Kannst du mich zur Hafenstadt bringen? Ich kann hier nicht weg, Fremder. Ich trage große Verantwortung hier auf dem Hof. Aber Bruder Tellur wird dich sicher dorthin begleiten, wenn du das wünschst. Großartig. Ja, yep, super. Nicht so schnell, Fremder. Arsch. Wenn du willst, dass wir dir helfen, wirst du uns deine Hilfe sicherlich nicht verwehren, oder? Doch. In Ordnung. Okay, ich habe sowieso keine andere Wahl. Eigentlich schon, aber das bringt Erfahrungspunkte. In Ordnung. Was soll ich für euch tun? Sprich mit meinen Brüdern hier auf dem Hof und mach dich nützlich. Wenn wir deine Hilfe nicht mehr benötigen, werden wir deinem Wunsch entsprechen und dich zur Hafenstadt begleiten. Wie kommt man in die Hafenstadt hinein? Wie kommt man in die Hafenstadt hinein? Das Gesetz des Inquisitors besagt, dass sich niemand außerhalb der Stadt aufhalten darf. Zurzeit wird das Haupttor der Stadt von den Ordenskriegern bewacht. Du kannst dort nicht einfach so hereinspazieren, Fremder. Ach komm, ihr Novizen wisst doch sicher, wie man da reinkommt. Nun ja, es gibt einen Weg, aber der ist nicht leicht zu finden. Die Hafenstadt hat noch einen Hintereingang oben im Norden. Soviel ich weiß, wird dieser nur von der alten Stadtgarde bewacht. Vielleicht hast du Glück und sie lassen dich dort hinein. Ja, die sind nämlich bestechlich. Ja, wir müssen jetzt uns hier nützlich machen, bevor man uns in die Hafenstadt lässt, also bevor sie uns in die Hafenstadt bringen. Aber vorher will ich noch was machen. Ja. In Risen ist man langsam. Man kann hier nicht sprinten. Außer natürlich, man nimmt irgendwie einen Beschleunigungszauber. Die Bücherstände, den will ich. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Jupp, das wollte ich machen. Jetzt haben wir plus 3 Weisheit bekommen. Das ist zwar nicht viel, aber etwas. Benny! Bist du verrückt, hier herumzuspazieren? Was meinst du, was die Inquisition mit dir macht, wenn sie dich hier erwischen? Ich kann es mir vorstellen. Was wirst du jetzt die Inquisition rufen? Wirst du jetzt die Inquisition rufen? Nein, ich werde dich ganz bestimmt nicht verraten. Aber ich weiß, dass die Ordenskrieger hier oft vorbeikommen, um nach dem Rechten zu sehen. Du solltest besser vorsichtig sein. Was machst du da? Was machst du da? Ich arbeite auf meinem Feld. Auf deinem Feld? Ich habe dieses Kornfeld hier zu bearbeiten. Das Feld auf der anderen Seite des Weges ist Tellurs Aufgabe. Er ist natürlich wieder mal viel weiter als ich. Tellur hat schon seine ganze Ernte ins Lagerhaus gebracht. Aber ich fürchte, ich werde es nicht rechtzeitig schaffen, bis die Ernte abgeholt wird. Brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Naja, lass es mich mal so sagen. Wenn du mir helfen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Wie dankbar genau? Ich bin nur ein Novize und habe nicht viel. Aber wenn du das Korn von meinem Feld erntest und zu mir bringst,
würde ich dir dafür einen Heiltrank geben. Was sagst du dazu? Deal. Abgemacht. Ich bring dir das Korn von deinem Feld. Großartig. Dann schaffe ich es vielleicht doch noch bis zum nächsten Mond, meine Ausbildung als Magier anzutreten. Geh auf mein Feld und sammle alle Kornpflanzen ein, die reif genug sind. Wenn du 10 gesammelt hast, komm wieder und bring sie mir, ja? Okay, jetzt müssen wir 10 Kornpflanzen sammeln. Wer mein Gothic 2 Let's Play geguckt hat, wird wissen, dass die Aufgabe es auch schon mein Gothic 2 gab. Exakt diese gleiche Aufgabe, nur dass man da 27 Rüben ernten musste, die auch nicht ganz so versteckt waren wie das Korn hier, wahrscheinlich wegen der damals noch etwas schlechteren Grafik. Korn, da war gerade noch eine. Nein, war nur ein blödes Huhn. Die Kornpflanzen sieht man aber nicht. Das da, das, dieses Gestrüpp, das ist die Kornpflanze. 6 Stück haben wir schon, noch 4. 3. 2. 1. So, jetzt habe ich ein Problem, weil ich nämlich eins übersehen habe. Vielleicht hier unten noch. Blödes Huhn. Wisst ihr, was ich mit dem Huhn jetzt mache? Warum hast du das gemacht? Verrecke Huhn. Ah, das ist die Kornpflanze. Kornente abgeschlossen. Und wir haben Erfolg, Feldarbeiter. Hier sind deine 10 Kornpflanzen. Hier sind deine 10 Kornpflanzen. Danke, mein Freund. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft, bevor ich richtigen Ärger bekommen hätte. Hier hast du den versprochenen Heiltrank. Von welchem Ordenskrieger sprichst du da? Alle paar Tage kommt einer der Krieger des Inquisitors bei uns vorbei und sieht nach dem Rechten auf unserem Hof. Dabei nimmt er uns unser Korn und unser Fleisch ab und bringt es in die Vulkanfestung. Wenn ich du wäre, würde ich mich verstecken, wenn er hier auftaucht. Verstehe. Ja, denn ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, nämlich in diesem Spiel, kann es passieren, dass wenn man der Inquisition in die Arme läuft, es gibt nämlich Ordenskrieger, außerhalb von der Vulkanfestung und der Hafenstadt, und wenn man denen in die Hände läuft, im ersten Kapitel, wird man niedergeschlagen. Wenn man niedergeschlagen wird, wird man in die Vulkanfestung gebracht und hat nur noch den Weg des Ordenskriegers zur Verfügung. Und das ist schlecht, weil das will ich ja nicht werden. Also werde ich jetzt versuchen, möglichst nicht von Ordenskriegern gefangen genommen zu werden. Aber wie sieht das mit dem Feld aus? Oh mein Gott, oh so winzig. Oh mein Gott, oh so winzig. Hehehe. Ja, sprechen wir doch mit Tellur. Pass auf, wo du hintrittst. Das Korn hier auf meinem Feld ist ziemlich empfindlich. Euer Korn wird bald abgeholt? Euer Korn hier wird bald abgeholt. Wer hat dir das erzählt? Penny wahrscheinlich, was? Dieser faule Kerl sollte mal lieber ordentlich arbeiten, anstatt mit fremden Leuten zu quatschen. Mein Feld hier ist fast doppelt so groß wie seins. Trotzdem brauche ich nur halb so lange, um das Feld zu bestellen. Ich möchte mal wissen, was der den ganzen Tag treibt. Ja, ich auch. Kann ich helfen? Kann ich dir helfen? Nein, ich habe schon das Wichtigste erledigt, was auf meinem Feld zu tun war. Trotzdem danke für dein Angebot. Tristan meint, du könntest mich zur Hafenstadt bringen. Ja, das kann ich. Aber hat er auch gesagt, dass ich dich dahin bringen soll? Naja, nicht direkt. Aha. Frag mich nochmal, wenn er es getan hat. Arschloch. Naja, was soll's. Hier hinten ist noch ein Pilz. Ein Druidenschierling. Lecker. Ja, aber jetzt geht die Zeit doch schon wieder aus und ich mach mal einen kurzen Schnitt und wir sehen uns dann nächste Episode wieder, wenn wir noch die Aufgabe von Bruder Hansen annehmen und dann können wir zur Hafenstadt. Also, bis dahin.